wie wir angefangen sind zu planen, diese Veranstaltung durchzuführen, hätten wir im Traum nicht damit gerechnet, dass bei 0 Grad stürmischem Wind so viele Leute hier auf den Prinzipalmarkt kommen. Also von mir schon mal Dankeschön. Ja, wir sind heute hier, um gegen den 1000-Kreuze-Marsch zu protestieren. Der 1000-Kreuze-Marsch ist eine Ansammlung von frauenfeindlichen Kräften, die sich gegen ein Recht auf Abtreibung einsetzen. Und wir wollen heute ein deutliches Zeichen setzen, eine bunte, schöne Demonstration machen. Ja, erstmal herzlichen Dank an die Organisatorinnen und Organisatoren dieser Veranstaltung. Es ist großartig, wunderbar, dass trotz der Kälte hier so viele zusammengekommen sind, um ein klares Zeichen zu setzen für Selbstbestimmung für Frauen und gegen den 1000-Kreuze-Marsch. Am heutigen Samstag demonstriert die Organisation Euro Pro Life, eine Gruppe von radikalen Abtreibungsgegnern, mit einem Gebetzug durch die Innenstadt. Wir Grünen sehen diesen nun schon im 15. oder 16. Jahr in Münster stattfindenden sogenannten Marsch für das Leben äußerst kritisch. Wir müssen gemeinsam dagegen vorgehen. Euro Pro Life fordert ein generelles Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen, Verhütung, Sex vor der Ehe und Homosexualität. Aus unserer Sicht ist es schlichtweg menschenverachtend und vollkommen inakzeptabel, Frauen ihr Recht auf Selbstbestimmung absprechen zu wollen. Frauen müssen über ihre Schwangerschaft frei und ohne Kriminalisierung entscheiden können. Wichtig ist uns zudem, dass sie auch ein Recht auf Information und freiwillige Beratung haben. Und dass auch die Beraterinnen und Berater und ihre Ärztinnen und Ärzte und die dazugehörigen Organisationen nicht kriminalisiert werden. Wir wollen heute zudem gemeinsam ein Zeichen setzen für den Persönlichkeitsschutz von Frauen, von Lesben, von Homosexuellen und anderen, die durch die selbsternannten Lebensschützerinnen und Lebensschützer verunglimpft und angegriffen werden. Seit 2003, jetzt habe ich es, zieht in jedem März der sogenannte 1000-Kreuze-Marsch durch die Münsteraner Innenstadt. Angeführt vom Netzwerk Euro Pro Life sammeln sich hier neben christlichen Fundamentalistinnen inzwischen auch Mitglieder der AfD, ihrer Jugendorganisation, der Jungen Alternative und anderer rechter bis extrem rechter Organisationen und fordern das totale Verbot eines Schwangerschaftsabbruchs und die Bestrafung von Frauen sowie der operierenden Ärztinnen und Ärzte. Hier wächst in der Tat zusammen, was zusammengehört. Da sage ich gleich noch mal eben ein paar weitere Worte zu. Denn diese christlichen Fundamentalistinnen und Fundamentalisten haben hier einen eigenen Verlag in Münster, den sogenannten Kommt-Mit-Verlag, und betreiben ein eigenes Förderungswerk, das sich Christophorus-Werk nennt. Die Geschäftsführerin dieses Werkes betreibt eine Internetseite mit dem Namen Charismatismus.com. Also wer da mal drauf geht, dem geht wirklich schlecht. Die Gegnerinnen eines Schwangerschaftsabbruchs wollen diesen als unmoralisch oder sogar als Mord darstellen und wenden sich gegen jede Art von Lebensentwürfen außerhalb ihrer Vorstellung christlich-traditioneller Normen. Dem müssen wir uns entschieden entgegentreten. Die Teilnehmerinnen des 1000-Kreuze-Marsches vertreten ein rückständiges Weltbild, in dem die traditionelle Kleinfamilie als Heiligtum betrachtet wird und Mädchen und Frauen die Selbstbestimmung über ihr eigenes Leben und ihren eigenen Körper verwehrt werden soll. Die Mittel, welche die Gegnerinnen des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch dazu verwenden, sind einschüchternd, verleumderisch, heuchlerisch und unehrlich. So organisieren sie Aktionen von medizinischen Einrichtungen, um Frauen davon abzuhalten, sich über Schwangerschaftsabbrüche zu informieren und diese durchführen zu lassen. Mit Bezeichnungen wie Babycast schrecken sie noch nicht einmal vor der Relativierung des Holocaust zurück. Immer wieder werden auch Ärztinnen und Ärzte angezeigt, die auf ihren Internetseiten über Schwangerschaftsabbrüche informieren. Ein Paragraph, der noch aus der NS-Zeit stammt, der Paragraph 129a, der das eben als gesetzlich verbotene Werbung wertet. Schlimmer jedoch noch, die betroffenen Ärztinnen und Ärzte sehen sich Verurteilungen für sachliche Informationen und hilfreiche Beratung ausgesetzt.
Dieser Paragraph muss endlich gestrichen werden. Wir sagen, das Weltbild und die Ziele der Leute, die heute diesem 1000-Kreuze-Marsch folgen, gehen an einer pluralen und freiheitlichen gesellschaftlichen Realität vollkommen vorbei. Wir alle leben in unterschiedlichen, vielfältigen Zusammenhängen. Patchwork-Familien oder gleichgeschlechtliche Paare, als Alleinerziehender oder in zeitweiliger Partnerschaft, in Wohngemeinschaften und mit oder ohne eigene Kinder. Alle Menschen sollten diskriminierungsfrei über ihre Familienplanung und ihr eigenes Sexualleben entscheiden können und dürfen. Alle sollten bei der Wahrnehmung ihrer Rechte unterstützt werden, unabhängig von ihrer Herkunft, sexueller und geschlechtlicher Orientierung oder aber auch sozialen, ökonomischen und gesundheitlichen Situationen, in denen sie sich befinden. Lasst uns gemeinsam den rückwärtsgewandten und frauenfeindlichen Kräften entgegentreten und ihren zunehmenden politischen und gesellschaftlichen Einfluss auf allen Ebenen stoppen. Wir müssen diese schädliche gesellschaftliche Entwicklung zurückdrängen zugunsten einer solidarischen, inklusiven Gesellschaft. Wir fordern daher ebenfalls mit den anderen Organisatoren der Veranstaltung den uneingeschränkten Zugang zu einem legalen Schwangerschaftsabbruch und die Streichung des Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch. Wir setzen uns ein für ausreichende soziale und ökonomische staatliche Unterstützung und die notwendige Infrastruktur für alle, die sich für ein Kind entscheiden, damit sie ihre eigene Lebensplanung aufrechterhalten können. Und wir setzen uns ein für eine Sexualerziehung, die es allen ermöglicht, unabhängig von der sexuellen Orientierung, sich in sexueller Selbstbestimmung zu entwickeln. Danke für eure und ihre Aufmerksamkeit.